herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir heute gedacht, da ich ja die Einzige bin von uns vier, die aus Konstanz kommt, zeige ich euch einfach so ein bisschen meine Heimatstadt und führe euch hier ein bisschen rum. Und let's go. Wir sind jetzt hier auch schon in unserem ersten Spot, nämlich dem Stadtgarten. Oder ich weiß nicht genau, wie diese Muschel heißt, aber auf jeden Fall, da kommen dann die ganzen Konzerte und Aufführungen sind hier meistens im Sommer. Und hier sitzen dann die ganzen Leute hier rum. Ist jetzt ziemlich leer. Ist meistens so eher im Sommer, im Winter eher weniger. Aber ist eigentlich ganz schön hier. Und jetzt go weiter. Komm. Dann zu unserem nächsten Spot, nämlich der für Konstanz bekannten Imperia. Eine Statue, die sich am Bodensee befindet. Wenn man etwas näher an die Imperia rangeht, kann man sich, wenn man mag, natürlich mit einem Schloss dort auch verewigen. Als nächstes geht es zu Münster, eine wunderschöne Kirche mit vielen Details. Für die etwas weniger Kirchenbegeisterte kann man vom Turm aus für 2 Euro Konstanz von oben betrachten. Ich konnte das leider nicht filmen, weil der Turm momentan bis zum Frühling geschlossen ist. Ganz in der Nähe befindet sich für alle Theater- und Tanzliebhaber das Konstanzer Stadttheater. Hier sieht man zum Beispiel, was momentan alles gespielt wird. Für die Jüngeren unter euch gibt es noch ein weiteres Theater, welches Aufführungen zeigt, die Theater und Tanz vermischen. Also es lohnt sich definitiv mal reinzuschauen. Und die Karten sind auch, glaube ich, nicht so teuer. Auf der anderen Seite ist dann auch schon das Lago, das Konstanzer Shopping Center. Hier findet man neben dem Kino auch weitere verschiedene Einkaufsläden wie H&M, Zara oder Snipes. Abgesehen davon gibt es ja auch ganz guten Kaffee, ne? So, wir wollten jetzt noch was Kleines essen gehen. Und dafür gehen wir jetzt gleich in eins meiner Lieblingsrestaurants. Pizza, Badababa. Der große Krabben Pizza. Wir stehen jetzt auch schon davor und jetzt gehen wir rein. Also normalerweise würde ich hier eigentlich Pizza bestellen, weil ich finde hier ist die mit einer am besten. Aber ich habe irgendwie Lust auf was anderes. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmecken wird. Wir haben uns jetzt einmal Rösti mit Schinken, Käse und Spiegelei und einmal Schnitzel mit Pommes bestellt. Und es war beides wirklich sehr lecker. Und weiter geht's dann auch schon zur Marktstätte. Hier finden sich neben weiteren Läden auch ein schöner Brunnen. Ja, sehr interessant. Aber by the way, hier findet im Winter der Weihnachtsmarkt statt. Zum Schluss wollte ich euch noch die Bibliothek zeigen. Ich weiß, es hört sich ja etwas langweilig an, aber immerhin kann man sich dort kostenlos mit Hilfe einer Karte Bücher ausleihen. Und wenn man nicht so auf Lesen steht, gibt es in der Bibliothek eine Galerie mit wechselnden Ausstellungen, die ich wirklich weiterempfehlen kann. Oh, wir
sind jetzt auch schon wieder zu Hause. Es ist jetzt dann doch etwas schneller dunkler geworden, als ich gedacht hatte. Aber ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von Konstanz gewinnen, auch wenn ich ein paar Sachen nicht machen konnte. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.